So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Mit einem armen Tropf. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Ja, was soll ich da noch sagen? Das ist doch die perfekte Einleitung. Hallo. Wie heißen Sie denn? Bettler. Na gut, du nimmst eh nichts von mir an, oder? Wir gucken. Wir versuchen es immerhin. Wie lebt es sich? Nö. Der einzige Mensch, der dem Bettlern Geld geben würde, darf dem Bettlern in diesem Spiel nicht Geld geben. Oh! Schweine! Muss ich an Asterix und Obelix denken. Oh, hier hinten ist die Wache. Was haben wir hier? Sieht auch nach Hühnerstall aus. Und das war die Schenke, nicht wahr? Hier haben wir doch sicher ein paar Sachen. Adam! Gott sei mit dir! Okay, der wird auch nicht mit uns reden. Wirt! Glück und Gesundheit. Wegen Ratei. Brauchst du Hilfe bei irgendetwas? Das sind meine Lieblingsworte. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Weiß nicht. Wow. Lass uns handeln. Was können wir ihm denn verkaufen? Will er was haben? Der will gar nichts haben. Aber was hat er denn? Hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Leben im Wirtshaus, Trunksucht. Gebratene Hühner, Haferbrei, Met. Ja. Aber 5 für Met ist schon echt teuer. Das sind ja Preise wie heutzutage. Auf Mittelaltermärkten zahlt man da auch locker 5 Euro Guten oder Tag. 6. Lass uns handeln. Kann ich dir was verkaufen? Was kann ich kaufen? Das gleiche, nicht? Ja. Bürgerin. Was benötigst du? Die können uns wieder nur sagen, da geht's hin. Hier haben wir wieder Würfelspieler. Guten Tag. Würfeln. Lust ein bisschen zu würfeln? 24. Nee. Wir setzen 4. Heiliger Georg, führe meine Hand. Okay, was nehmen wir denn? 2, 3, 4, 5, 6. Boah. Ich weiß nicht, muss man eine Straße auf einmal würfeln? Vier, 4, 1, 2, 3, 4 sind 1500 Punkte wert. Okay, wäre natürlich... Aber... Das heißt, ich müsste mit der 6 eine 1 würfeln. Boah, das ist zu hart, nicht? Ich glaube, ich lege den beiseite und sage... F. Ach, komm schon, lass mich wieder würfeln. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ah, Mann. Es geht hier um 5 Gold. 4 Gold. Komm, lass mich schon wieder würfeln. Das versucht er. Das geht schief. Ich hätte es lassen sollen. Ja. Jetzt zeige ich dir, wie das nicht geht. Oh, das ist auch scheiße. Okay, das sind 600. Das lasse ich. Man darf sein Blatt doch nicht überreizen. Boah, und dann kriegt er da 1200. Mehr davon und mein Glück ist gewiss bald Und er macht weiter. Idiot. Ich glaub's nicht. Idiot. Das war unser Glück. Die bringen hier nichts, nicht? Ich bräuchte eine 5. Das heißt, wir können nur die 1 wählen. Alles halb so schlimm. Was? Hast du eh nicht viel gehabt. Scheiße. Da ist es schon. Ich hätte gern was zu essen.
Er verzockt sich aber auch. Noch führen wir mit 600. Ah. Wie die 600? Ah, ich wollte gerade sagen, das lässt er doch, oder? Jetzt wird's was. Mal sehen. 900 hat er jetzt. Wir müssen auf jeden Fall nachlegen. Mutig. Soll ich oder nicht? Okay, nein, 1050. Nicht. Clever von ihm. Jetzt führt er mit 400. Hier, genau wie bestellt. Ja, wir machen nochmal. So ist es schon besser. Oh, da ist echt nichts drin. Oh, nochmal. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Doch, wir müssen. Ja, komm, nochmal. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Na, das war doch aber ganz gut. So, und dann sagen wir 950, dann haben wir wenigstens den Anschluss. Bin fertig. Eins, eins, eins. Das ist gut, das sind 950. Soll ich nochmal? Hätten wir 1950, er hat schon 1700. Wir müssen. Bitte, wenigstens eine 5 oder eine 1. Jawohl. Und das reicht uns, 1200. Dann sind wir vor ihr mit 400. Aber jetzt wird's was. Ganze 4 Taler stehen hier auf dem Spiel. Wir brauchen nur noch 1900. Oh, hat der ein Schwein. Mal sehen. Jetzt hat er so viel wie wir. Jetzt hat er 100 mehr. Das war's. Das heißt, unser nächster Wurf muss gut werden. Oh, nee. Er macht weiter. Das war's für mich. Nee, doch nicht. 2,9. Okay. Brauchen jetzt, ja, sowas hier. Das sind 1000, 3000. 150. Muss noch. Oh, das war knapp. Bei 2 Würfeln, okay, ich nehme den. 1050, 3200. Aber ihr könnt jetzt fertig machen, wenn er einen Tausender kriegt, nicht? Ja, das ist auf jeden Fall in Solid gerade. Hm. Wenn er sich nicht verwürfelt, haben wir so gut wie verloren. Du bist. Oh, er hört auf. Wenn wir jetzt einen Tausender haben... Jawohl, wir haben gewonnen. Boah. Verdammt. 4 Groschen gewonnen. Endlich ein Erfolgserlebnis. Okay, das ist der private Bereich. Hier darf man nicht rein. Und da dürfen wir auch nicht rein. Und willkommen zurück, Lightro. Vom Einkaufen. Wir waren auch schon einkaufen. Wir sind gleich in der nächsten Einkaufssession. Wir sind nämlich schon ganz leicht überladen. Weil wir schon wieder zu viel gesammelt haben. Ich bin halt ein Blümchenpflücker. So. Schön die Brennnesseln überall entfernen. Wer bist du? Achso, du bist der. Mit dir haben wir schon geredet. Oh, ein zweistufiger Wachturm auf der Seite. Ah. Dann kann ich mal über die Bäume gucken. Da kommen wir nicht rein. Ja, okay, vielleicht sollte ich hier nicht so eine langen Wege machen, während ich überladen bin. Das macht wenig Sinn. Vielleicht sollten wir zum Alchemisten erstmal... Und uns da merken, wo wir waren. Wir waren gegenüber vom Eingang, den ich vorhin übersehen habe. Das ist aber gut, nicht? Da im Loch in der Wand, da waren wir.
Weil wir wollten doch auch noch zum Schneider. Unsere Schuhe sind defekt. Vielleicht hat er jetzt endlich mal offen. Wie das Dorf von hier ganz anders aussieht, als wenn man in die andere Richtung läuft. Auf jeden Fall super malerisch. Milan. Achso, das war der mit dem Boxen, nicht? Da war der Krämer. Na nee, den Händler, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir hatten den hier. Ja. Okay, aber dann... Erstmal zum Schneider, ob der offen hat, nicht? Wir waren jetzt lange nicht da. 3 Tage versuchen wir schon zu dem zu kommen. Vielleicht hat er heute auch zu. Öffnen. Er ist da. Sehr gut. Guten Tag. Lass uns annehmen. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Eine edle gelbe Gugel. 400. Okay, wir können ja mal nach Geld sortieren. Ein Wappenrock könnten wir uns aus Sassau oder aus Thalmberg holen. Oder einfach nur einen dunklen Wappenrock. Langes Leinenhemd. Grünes Hemd. Ein Sassauer Wappenrock. Der sieht nicht schlecht aus, nicht wahr? Die Gugel. 17 nur. Die könnten wir uns fast leisten. Gibt die uns einen Vorteil? Nee, die wertet uns sogar ab gegen die, die wir anhaben. Kann man immer hier sehen. Filzhut, graues Hemd, grauer Kapuzenschal. Der würde uns auf jeden Fall edel aussehen lassen. Rote Gugel wäre wieder schlecht. Die ist halt nicht so auffällig. Und die macht auch nicht so viel Geräusche. Okay, eine Oberkotte können wir nicht tragen, weil wir keine Frau sind. Rot-weiße Gugel, schwarz-gelbe, die sind nicht so gut. Gesäumter Wappenrock, der ist besser, der macht auch weniger Geräusche. Schneider-Set, grünes Hemd könnten wir drunter ziehen. Wir haben aber aktuell einen Wappenrock an, oder wie das Ding heißt. Körpergewandung. Also steht nicht welche. Noch eine graue Gugel. 43. Ah. Noch mehr Wappenröcke. Modisches Hemd. Oha, da würden wir ja fast edel aussehen. Schwarzer Wappenrock. Schwarzer Kapuzenschal. Ja, wir sind ja kein Dieb. Da brauchen wir die dunklen Sachen nicht. Pourpon. Mhm. Kot Hadi mit Satin. Geknöpfte Kot Hadi. Schwarzer Poupon. Blauer Händlerhut. Na gut, wir sind kein Händler. Gegerbte, wattierte Bunthaube. Ah, da. Nicht, ne, wir haben eine Haube und das wäre eine wattierte. Die würde sogar Vorteile bringen. Modische Beinlinge auch. Gut, weil unsere kaputt sind. Aber das ist vom Preis her, geht's jetzt hier in die Region. Nicht, das können wir uns alles nicht holen. Aber was haben wir denn? Wir haben zum Beispiel alte Stiefel. Die sind nichts mehr wert. Die gepolsterte Rüstung ist auch nichts mehr wert, nicht? Die ist auch kaputt, komm. Dann verkaufen wir's. Ja. So, Beinlinge hätten wir. Die gepolsterte Bunthaube. Die Beckenhaube wäre was wert. Und die Jagdhandschuhe. Die Jagdhandschuhe würde ich gern behalten. Nackenschutz auch. Den Wappenrock. Ja, den können wir eigentlich weggeben, oder? Und den Warhorse Gambeson, den würde ich auch noch behalten. Da ist auch der Zustand noch voll okay und das passt. Würde uns einen neuen bringen. Dann bräuchten wir eigentlich... was verkaufen wir? Stiefel, ne? Wir bräuchten Schuhe. Aber ich glaube, Schuhe hat der hier nicht. Müssen wir zum Schuster. Okay, dann wäre es dumm, wenn ich hier meine Schuhe verkaufe.
Die beiden Sachen könnte ich verkaufen. Und stattdessen vielleicht... Nee, die rote war zu auffällig. Die graue wird aber jetzt mehr Geräusche machen. Wir hatten doch noch eine hier. Edle gelbe, die wäre aber auch sehr laut. Hier, das hier. Der war besser. War schwarz. Aber der graue Kapuzenschal. Den hier. Würde auch mehr Geräusche machen, okay. Mehr als die Google? Ja. Ich würde das mal nehmen. Und dann... Edler Wappenrock, vielleicht irgendeinen günstigen Wappenrock, einen neuen. Scheinbark, Lanker Dunkler. Ein Dunkler würde nämlich auch, der will Charisma runterziehen. Oh, sehr viel Charisma. Die Filzhüte, die würden Vitalität und Charisma geben. Dafür aber den Kopfschutz so runterziehen. Die Beinlinge wären gut, nicht? Dann holen wir die Beinlinge, verkaufen dafür unsere Beinlinge. Das wären 44. Das schaffen wir, oder? Können wir ihm noch was verkaufen? Nee, der nimmt nur die Sachen, nicht? Okay, dann geben wir Warenkorb und Falschen. Besprechen wir den Preis. Besprechen wir den Preis. Ist gut. »35 wären schon gut.« »Sind wir uns einig?« »Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft.« Halb sauer. Gehe ich auf 39. »Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig.« »39 ist okay, weil das kriegen wir gleich raus.« »Rüstung. Okay, dann müssen wir das erstmal anlegen. Das und das. Und dann sehen wir wenigstens ein bisschen... Ja, vielleicht freundlicher aus. Vitalität und Charisma sind gesteigert. Sehr gut. Ja, uns fehlt irgendein Oberding, nicht? Noch mit dem Schneider Gott selber reden. Gott sei mit dir. Reparatur könnten wir natürlich sagen. Die Schuhe vielleicht. Ich glaube, der nächste Schuster ist in Sassau nämlich erst. Gott behüte dich. Ja, er kann nichts reparieren von uns. So. Weil wenn wir vor den König gehen, dann haben wir wenigstens ein paar vernünftige Klamotten an. Und jetzt sind wir auch nicht mehr so krass überladen, weil wir so viel Mist dabei haben. Glück und Gesundheit. Ja, Glück und Gesundheit. Lass uns handeln. Alles Gute. Verkaufen. Sonstiges. Die Brennnessel, die kann auf jeden Fall weg. Das Johanniskraut kann weg. Die Kamille kann... Wir wollten zwei aufheben bei Kamille, nicht? Der Löwenzahn, der kann komplett weg. Die Minze wollten wir uns aufheben. Die Mohnblumen heben wir auch zwei auf. Salbei heben wir uns auch zwei auf. Salz, uralte Karte, Verband, das kann alles weg. Ist gar nicht so viel. Hä, warum waren wir denn überladen? Ich habe doch gar nicht so viel Dings gesammelt. Oh, der zahlt besser fürs Bier. Aber nur 0,2, nicht? Wenn ich das kaufe, kostet es mich 5. Das wäre so dumm. Die Schirmlinge verschimmeln, dann verkaufe ich ihm die jetzt. Macht ja keinen Sinn, die aufzuheben, wenn die verschimmeln. 13 kriegen wir nur. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? So, jetzt wollen wir aber... Wir haben was ausgegeben. Sind und wir uns einig? Immer vorher Geld gegeben. Er kann doch mal was zahlen. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. 15. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Sehr gut. Haben uns die neuen Sachen nämlich gar nicht so viel gekostet. Mein Heim, meine Familie,
Jetzt haben wir wie viel? 52 von 78. Das ist doch gut und gesund. Ich kann mich alle 2 Meter waschen. Das ist doch nicht normal. Ich bin doch Bakterien. Wie heißt das? Ja, ist alles abgesperrt. Ah ja, Vitalität ein bisschen skillen. Auch nicht schlecht. Auch Schloss knacken. Ups. Essen wir noch was? Sattheit 79. Wie viel gibt denn uns das? Zu viel, nicht? Gehen wir erstmal raus. Da war nichts. Niemand war da. Okay, hier ist auch nix. Eine Bäckerei. Hallöchen, was haben Sie denn so leckeres? Oh, so ein richtig geilen Bäcker, nicht? Möge Gott über dich wachen. Brezel, Brot, Brötchen, Honigmilch, süße Pfannkuchen. Das ist dieselbe wie in Dings, das war schon. Wie heißt denn das? Da, wo wir herkommen, die Stadt. Scarlet. Schon direkt vergessen. Stadt niedergebrannt, direkt aus dem Kopf entfernt. Was haben wir hier? Oh. Hallöchen. Okay, also hier sollte man uns gar nicht erwischen, nicht? Das ist wirklich... Rot bedeutet wirklich... Achtung. Oh. Ich kann hier gar nicht aufstehen, kann es sein? Ja. Das ist so hoch. Ja, hier dürfen wir auch drin sein. Ja, hier ist auch nichts, nicht? Wir können nicht mal in die Säcke gucken. Voll schade. Und noch mehr Bäcker. Da sind Hunde. Boah, hier gibt es ja eine halbe Welt noch hinten, die ich nicht gesehen habe. Von hier kamen wir, oder? Hier kam ich rum, genau. Und dann bin ich nach vorne, okay. Oh, da ist alles voller Hunde. Das war der Keller. Gibt es in dem Spiel viele so große Städte? Ich glaube, es gibt 3 große. Also ich habe bisher nur 2 jemals gesehen. Eine ist da oben, aber es gibt durchaus... Ja, Talmbach ist ja auch noch nicht so klein. Ist jetzt nicht so riesig wie das hier. Also riesig. Das ist eigentlich noch die mittlere Stadt. Es gibt eine größere. Und dann gibt es halt überall diese Ortschaften, die auch nicht so klein sind mit ihren Nebendingern. Also, ich glaube 15 Minuten habe ich mal gemessen, als ich geritten bin von da oben nach da unten. Für damalige Verhältnisse auf jeden Fall riesig gewesen. Man darf nicht vergessen, das Spiel ist von 2018. Und ist quasi von ihrem Indie-Studio gewesen, nicht wahr? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Lass uns handeln. Ich weiß gar nicht, was Warhorse alles vorher gemacht hat. Mythen der Rhetorik. Thema Redekunst.
Eigentlich gar nicht schlecht. Wie teuer? 63. Oh, ich will jetzt nicht mein ganzes Geld da reinballern. Schnaps, Retterschnaps. Ah, das finden wir alles auch so. Tja. Können wir auch wieder essen. Das ist wieder privater Bereich, nicht? Ja. Da ist noch eine Tür, interessant. Ja, gut. Aber wenn man nicht Dieb ist, nicht, dann sind die meisten Sachen halt wenig interessant. Wieder ein Spieler. Und der Wirt. Hier ist aber wenig los. Okay, Schloss knacken schwer. Ich würde sagen, eine kleine Runde würfeln geht immer, oder? Er sitzt so alleine da, der Arme. Gott sei mit dir. Okay, würfeln. Willst du eine Runde würfeln? Nein, niemand will würfeln. Oh, nicht um 20 Taler. Vielleicht wieder so um 5. Lebe wohl. Diesmal habe ich, dein Ruf, ich hab's ein Gefühl. Voraus. Aber mich besiegst du nicht. Wir haben es auf jeden Fall. Oh ja, das ist gut. Ich glaube, das... Warte mal, wie viel sind denn das? 1000, oder? 1200. Ja, das lasse ich. Das kann doch nicht ewig so gehen. Oh, ich dachte, er hat noch eine 3. Das war's. Dann wäre ich weg gewesen. Puh. Mal sehen. Ich finde, das Spiel ist von der Komplexität hier genau richtig. Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht. Und es fühlt sich richtig gut an. Okay, oh, es läuft ja richtig gut. 1000, lass ich. Nicht überreizen, das Blatt. 1000. Oh, jetzt hat er 1200. Dreck. Aber er überreizt. Er hätte es lassen sollen. Ah, ne, er hat nur 600. Er hatte nicht noch eine 6. Sehr gut. Würfel nochmal. Oder nicht? Ah. Nein, besser nicht. Jetzt hat er die Hälfte von uns. Oh, eine 2 hätte gefehlt. Ja, dann. Ne, warte. Die 1, nicht? Ja. Noch eine 1. Ja, komm. Denk das, mal nach, bei 200 Mann. Machen wir alles noch. Verlieren. Ja, gut. 300. Was soll ich machen? Aber jetzt wird's was. So wie die Würfe aus der Anordnung heraus aus dem Becher kommen, so werden sie auch in der Nahaufnahme gezeigt. Ja. Das sind die kleinen Details, die das Spiel halt ausgemacht haben. Dafür hat es in anderen Stellen wieder versagt. Ah, ja, natürlich. Würfel nochmal, komm mal doch. Ja. Idiot. Wer, du hast eine 5. So ein Pech. Sehr gut. Jetzt sind wir nämlich dran. Jetzt zeige ich dir mal, wie man würfelt. 4, 4, 4. Aber bei 400? Da würfeln wir nochmal, oder? Komm. Bisschen Risiko muss auch dabei sein. Es geht nur um 5 Taler. Na, seht ihr. 500. Fehlen nur noch 1000. Gern geschehen. Du bist... So, 1, 1. Ja, die 5 lassen wir weiter. Wir brauchen ja nicht mehr so viel, aber er kann mit einem Wurf natürlich alles aufholen. Ja, weiter, 300. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ja, bei 300 ist mir es egal. Kein Glück. Trinken nicht vergessen, das ist in der Taverne immer wichtig. Gut, unter der Woche... Cola Light. Vorbei.
Und er hat direkt verwürfelt. Das ist natürlich für uns ein Segen. Das Problem ist, jetzt haben wir hier 200. Das ist doch doof. Aber wir haben sonst nichts. Ich kann also nichts rauslegen. Gern geschehen. Oh, ganz ehrlich. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Bei 300 ist mir das Wurst. Ja. Ah, das ist doch. Guck mal. Das Glück ist uns hold. Verdammt. 5,1 Groschen gewonnen. Jawohl. Guck mal, so werden wir hier angefeuert. Das nenne ich mal Glück. Oh, ja, die Taverne bitte. Hat sich gefüllt. Und darauf trinken wir erstmal ein. Da habt ihr recht. Wir müssen hier unsere Trinkfertigkeit verbessern. Und deswegen würde ich sagen, hier ein lecker Bierchen. Bürgerwirt. Und wir sind ein bisschen angeheitert. Aber nicht angeheitert genug nicht. Ein zweites Spiel geht auch noch. Alles verloren. Mein Heim, meine Familie, mein Auskommen. Zeigt Gnade. Und das Spiel ist ein bisschen realistisch. Ihr seht unten dieses Männchen, was so angeheitert ist. Das ist halt nicht sofort betrunken, nicht? Wenn man ein Bier trinkt, ist alles okay. Aber nach einer gewissen Weile setzt da ein Effekt ein. Und wenn man nicht weiß, wie viel man trinken kann als Charakter, dann verändert sich nach und nach das Bild beim Gucken. Und Schuster! Hier ist ein Schuster. Den brauchen wir. Hat der noch offen? Schuster, hast du bitte noch offen? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wo bist du, Schuster? Bist du der Schuster? Das sieht aus wie Isle of Man. Ich dachte, der nächste wäre erst hinten gewesen. Schuster! Hallo, Schuster! Guten Tag. Lass uns handeln. Mach's gut. Wie teuer sind alte Stiefel? 7. Oh, guck mal, die Stiefel kosten ja nichts. Mit dem wären wir auch weniger sichtbar, weniger auffällig und weniger Geräusche. Selbst mit den dunklen Fußwickeln mit Sohlen für einen Zehner. Mann, der ist ja richtig, der hat ja richtig ein Schnäppchen hier. Was nimmt er denn für unsere alten Schlappen? 0,5 dafür nur. Das sind alte Stiefel, ja komm. Die hauen wir weg, oder? Wir haben gerade einen Fünfer gewonnen, den können wir auch wieder reinvestieren. Was ist hier mit Schaftstiefeln? Machen mehr Geräusche und mehr Auffälligkeit. Arbeiterstiefel, Schlappen oder richtige Stiefel, Jagdstiefel, Reiter, dunkle, schwarze, Leder, modische. Hier, die verzierten Reiterstiefel irgendwann. Edle, dunkle Schuhe, auch nicht schlecht. Aber weit weg von dem, was wir uns leisten können. Aber hier dunkle Fußwickel mit Sohlen klingt gar nicht verkehrt. Oder die Schaftstiefel. Ich finde die Schaftstiefel eigentlich noch besser. Und die Arbeiterstiefel wären insofern besser, aber die sind dann zu teuer. Dann gehen wir in den Warenkorb. Können wir ihm noch was verkaufen? Nee, nicht. Was anderes will er nicht. Schade. Warenkorb prüfen. Falsch natürlich. Reden wir über den Preis. Ist gut. Und wenn wir die für 9 kriegen, wir geil. Das ist zu wenig. Dann halt nicht. Was? Okay. Lass uns handeln. Mach's gut. Jetzt sind die Sachen teurer, nicht? Weil wir einen schlechteren Ruf haben. Das ist schlecht. Ach, weil wir auch betrunken sind und nicht Blumenmädchen haben. Nee, dann kommen wir morgen wieder. Warum haben wir gar keine Stiefel mehr an? Das mache ich nicht mit. Lass mich doch hier nicht verarschen von ihm.
Er wollte mich abzocken. Nimm ihn fest. So ein Lump ist das. Hat mir einfach meine Schuhe wegnehmen wollen. Ja, und du trinkst hier nur. Nichts zu tun, oder was? Langsam wird das Spiel auch so komisch hier. Ja, man sieht unten beim Männchen fühlt sich die Leiste auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt mal gerade stehe, also wir schwanken durchaus schon etwas. Carolina, hallo. Grüße. Was benötigst du? Okay. Auf Wiedersehen. Mit dir können wir auch noch nicht reden. Hier wollten wir durch. Ah, der Bogenschießstand. Vielleicht nicht die beste Idee in unserem angeheiterten Gemüt. Aber hier gibt es, glaube ich, auch nur Brennnesseln. Und drei Ziele. Auf jeden Fall sehr gut. In so einem bewachsenen Innenhof vor der Burg. Nicht? Da können wir üben. Stehlen? Nee, wir stehlen keine Pfeile. Auf jeden Fall wankt der gute Charakter schon deutlich hin und her. Man muss schon ordentlich gegensteuern. Also die Ansicht ist nicht nur schief, das ist, weil er schief läuft. Oh, manchmal läuft er in die andere Richtung auf einmal. Das ist die andere Taverne und dann sind wir durch, glaube ich. Ja, die anderen Häuser sind nichts mehr gewesen, nicht? Großartig. Ja, damit würde ich sagen, haben wir die gesamte Stadt erkundet. Mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Ja, ja. So, haben wir noch was übersehen? Wir zoomen mal ran. Aktivitätengeber. Ja gut, der hatte nur keine. Questgeber, da hinten. Aber wo war der? Und in die Burg müssen wir noch, nicht? Und vor der Burg die Gebäude und die Unterburg müssen wir uns noch angucken. Aber das ist nicht die Burg, in die wir eigentlich müssen. Ja, wartet. Oh, 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 hier ist gefährlich. Dann versuchen wir einfach mal in die obere Burg da zu kommen. Boah, diese Aussichten. Das ist wie Urlaub. Hey. Hey. Wächter. 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 Bürger. Wächter. Hauptmann Bernhard Pferd. Ach, der gute Bernhard ist hier. Herr Hanus Pferd. Solltest du deinen Zinken ab und an mal vor die Tür halten, du Faulpelz. Erst pisst es, dann ist's heiß wie in der Hölle, dann reißt dich der Wind fast von den Füßen und plötzlich ist's windstill. Wird nicht. Wir müssen noch ein Bier trinken, glaube ich. Was die für einen Stuss labern, die beiden da am Tor. Ah, hier. Ich glaube, wir dürfen hier sogar drin sein. Lager. Auf jeden Fall ist hier schön warm. Jetzt bin ich in einem privaten Bereich. Unhöflich. Wer steht mir im Weg? Geh mal reingucken.
Aston. Ah, okay. Hä, wo geht das hier? Hä? Geht das wirklich einfach nur gegens Dach, die Treppe? Wer hat denn das gebaut? Ey. Lass mich durch. Wer hat denn die Treppe ins Dach gebaut? Aber wahrscheinlich ist da eine Klappe, die man aufmachen könnte, aber im Spiel nicht aufgeht. Die Bogen sind teilweise versucht, nach historischen Bauplänen übrigens wieder aufleben zu lassen. Okay, nur ein dreckiger Hühnerstall. Oh, hier. Kommen wir hier hin? Das ist alles so dunkel gerade, nicht? Es ist halt Nacht. Ach, das Torhaus. Der Torwächter. Und hier kommen wir auf den anderen langen Gang, den wir vorhin hatten. Alles klar. Ja, aber da wird auch nichts zu holen sein. Können wir direkt hier runter? Ja, wieder hier runter. Gab es hier oben noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Schlösser knacken. Aua. Das ist halt einfach nur die Wachburg, nicht? Das ist der Bogenstießstand. Und hier waren wir schon bei der Kirche. Da ist dann der Schmied und hier ist der gute Jäger. So, wo ist der andere Questgeber? Da hinten angeblich. Bei der anderen Kirche. Wir müssen ja eh nach Hause schlafen. Der Mond geht auf und die Sterne. Es gibt übrigens auch eine Nachtsperre und Nachtruhe. Also man darf auch nicht ewig auf den Straßen bleiben. Man kriegt dann durchaus Ärger. Wo ist er denn? Der gute Questgeber. Irgendwo hier soll er sein. Bist du der Questgeber? Ach so. Kunesh ist hier. Der bettelt. Oder ist tot. Wer bist du? Dorfbewohner. Okay, dann verlassen wir das Dorf lieber. Bevor wir Ärger kriegen. Wir haben auch keine Laterne. Ich glaube, man darf nur mit einer Fackel draußen sein bis zu einer gewissen Zeit. Deswegen haben die alle hier Lampen. Aber auch noch keine Lampe. Ich glaube, es ist so gerade die letzten Minuten. Hier gehen ja auch alle erst raus. Hey, du. Ja? Er wollte nicht mit uns reden. Er hat nur hey, du gesagt. Kommt mir immer so vor, als da irgendeine Zwischensequenz getriggert werden sollte, wenn ich durchs Tor gehe. Aber da kommt nie eine. Gibt es keine Straßenbeleuchtung hier? Ich weiß nicht, ob es im 14. Jahrhundert Straßenbeleuchtung gab. Ich würde mal spontan nein sagen. Da würde es wahrscheinlich nicht mal solche Feuerchen geben an jeder zweiten Ecke, damit es wenigstens ein bisschen hell ist. Straßenbeleuchtung ist, die eigene Fackel oder die eigene Laterne mitzunehmen, die ich aber nicht habe. Außerdem haben wir doch da oben die beste Straßenbeleuchtung, die es gibt. Den Mond. Schnell nach Hause. War aber ein halbwegs erfolgreicher Tag. Ich hätte gerne noch die Schuhe bekommen. Aber ich kann mich erinnern, der Schuster war schon je und eh her so ein bisschen pissig. Aber es ändert sich, wenn wir ihm natürlich von den ersten besiegten Banditen die ganzen Schuhe bringen.
Dann können wir ihm da ein paar Groschen zustecken, nicht? Zum Beispiel der Kräuterhändler, da war es clever, ich hätte halt für 11 die Schuhe nehmen sollen, damit er erstmal froh gestimmt ist. Ja, aber warum? Was für ein Verbrechen? Was habe ich denn für ein Verbrechen begangen? Hä? Was soll ich für ein Verbrechen begangen haben? Das hatte ich schon damals manchmal. Wo soll das stehen? Ich bin doch nur rumgelaufen. Okay. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Das hatte ich durchaus schon mal. Eventuell müssen wir den ganzen Tag nochmal machen, weil ich nicht gespeichert habe zwischendurch. Und das hasse ich halt an Spielen, die zwischendurch kein Speichern haben. Wenn sowas durch jetzt passiert... So, ich speichere mal ab. Wenn ich jetzt auf Laden gehe... Tja, da müssen wir richtig weit zurück. Und das finde ich halt bei. Deswegen finde ich diesen Retterschnapp-Scheiß nicht gut. Nicht? Weil man manchmal Sachen hat, die man gar nicht möchte. Zum Beispiel, warum wurde ich nicht gleich angesprochen? Was habe ich falsch gemacht? Was ist denn jetzt diese Strafe? Wie kann ich sie erledigen? Und wo kommt sie her? Ja, mal gucken. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.